Ja, hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei Disney Dreamlight Valley. Ja, ihr seht schon wieder, es hat sich einiges bei mir getan. Ich habe wieder ein bisschen offline gespielt und habe ein paar, ich würde sogar sagen, alle Freunde, die ich so habe, auf das nötige Level für die nächste Aufgabe hochgeholt. Ja, außer natürlich Wally, aber dafür brauchen wir halt noch Prinz Erik. Und den haben wir halt noch nicht. Den werden wir aber wahrscheinlich hoffentlich heute sogar noch bekommen, wenn wir das letzte, also den letzten Kristall von im Dorf finden können. Den habe ich allerdings noch nicht gefunden. Bisher habe ich nur zwei weitere gefunden, als ich herumgelaufen bin und nachgeschaut habe. Ja, aber ich habe mich heute Morgen auch schon mal hingesetzt und habe auch ein bisschen weiter gezockt, um das letzte Sonnensteinfragment zu finden. Das habe ich auch tatsächlich gefunden. Und dann werden wir uns natürlich auch gleich noch um die Aufgabe von Mutter Gothel kümmern. Und alle anderen habe ich bisher jetzt auch freigeschaltet. So, ich würde mal sagen, wir halten natürlich weiterhin die Augen offen nach dem letzten Kristall für Ursula. Aber werden uns jetzt erst einmal um die Quest um Mutter Gothel kümmern. Ich muss gerade erstmal nur gucken, wo ich die überhaupt gerade finde. Wo ist die überhaupt gerade? Ach, da. Die ist bei Dings im Haus. Hier. Bei Dagobert. Moment. Müsste sie sich hier irgendwo. Da oben befindet sie sich. So. Oh, ich klingle. Hier drüben. Ich klingle. Habe ich jetzt erst gerade gehört. Ui, wie cool. Ja, ich sehe es auch gerade. Hier an den Mickey-Maus-Köpfen sind noch kleine Glöckchen dran. Das ist ja mega süß. Also, ich liebe dieses Kleid. Ich habe mir das vorhin geholt. Von diesem Sternenpfad. Von der jetzigen. Und ich finde das so wunderschön. Ne? Also ich muss wirklich sagen, es ist ein richtig schön weihnachtliches Kostüm. So, Mutter Gothel, dann hast du hier einmal die drei Fragmente. Für den Morgen, für die Nacht und für den Mittag. Oh, hallo, Schatz. Endlich halte ich die Fragmente in meinen Händen. Moment mal, warum sind sie so trüb? Juhichen, was hast du getan? Nichts, ich schwöre, sie sahen schon aus, als ich sie fand. Vielleicht müssen sie ein wenig poliert werden. Da muss mit ihnen etwas geschehen sein. Ich muss das überprüfen. Es wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Sieh nach, ob einer der Narren, die du ins Tal gebracht hast, deine Hilfe braucht. Ich bin sicher, dass jemand eine Lappalie hat, bei der nur du helfen kannst. Ich gebe dir Bescheid, wenn ich bereit bin für das, was als nächstes kommt. Du bist noch hier? War nur Spaß. Ja gut, das wäre dann das schon mal das einfache Ende von der Quest. Dann, ja, ich habe hier gerade Scar als meinen Begleiter mit. Nutzen wir den einfach mal und machen gleich mal die nächste. Ah, Julchen, du hast so viel dazu beigetragen, dass die sonnige Ebene wieder intakt ist, dass ich dir wirklich danken muss. Lass uns in meiner Höhle zusammen essen, nur wir zwei Herrscher. Das sieht dir gar nicht ähnlich, aber okay. Was soll ich sagen? Ich stecke einfach voller Überraschungen. Allerdings gibt es da noch ein kleines Problem mit dem Essen. Ich habe mir erlaubt, das Nagetier um ein dem Anlass angemessenes Gericht zu bitten. Er gab mir diese seltsamen Dinge. Hier. Ach, ein Rezeptbuch. Rezepte für Teriyaki-Lachs. Und Stachelbeerkuchen. Ich freue mich schon darauf. Das erscheint mir etwas verdächtig. Scar, ich hoffe, du planst nicht irgendetwas. Oh, glaub mir, Hohohoho. Jochen, du könntest es nicht sehnlicher erwarten als ich. Okay, irgendwas. So wird man ein Herrscher. Was hat Ah, in Scar der Tat ein vor? schöner Tag. Was hat er denn jetzt schon wieder vor? Moment. Erstmal lernen wir die Rezepte hier. So. Okay.
Teriyaki-Lachs und Schneewittchen Stachelbeerkuchen. Ich benötige Hilfe. Ja, was leid dir? Ich war gerade so erschrocken, weil wir hatten da gesprochen. Ja, jetzt ist ja das kleine Spielzeug, was da rumläuft. Oh Mann. Okay. Teriyaki-Lachs und Schneewittchen Stachelbeerkuchen. Muss ich mal gerade gucken. Also, der Kuchen... Ah, da ist er ja. So. Ich glaube, im Film hieß er damals Stachelbeerkompott. Aber egal. Das ist trotzdem schön. Teriyaki-Lachs. Ich würde meinen, der ist hier in den Hauptspeisen drin. Muss ich mal gerade gucken. Teriyaki... Nein, hier ist er also nicht. Teriyaki-Lachs. Auch nicht. Dann eventuell hier. Sushi-Tekka, Das Rezept habe ich noch gar nicht gelesen. Ja, dann kann ich es auch noch nicht gelernt haben. Oh. So. Natürlich erstmal noch ein paar Sachen gelernt und so weiter. So, jetzt aber. Dann gehe ich mal gleich hier. Oder, wartet mal. Es ist wahrscheinlich auch ein Hauptgericht. Oder? Ratatouille, Sake, Sushi, Teriyaki-Lachs. Da ist er. Perfekt. Das sieht ja lecker aus. Triff's gar in seiner Höhle. In Ordnung. Wir haben ihn ja gerade sowieso als unseren Begleiter. Also. Und dann wird als nächstes, wenn wir diese Quest erledigt haben, würde ich mich dann um Vajana kümmern, denn ich habe eine Aufgabe von diesem Sternenpfad, dass ich mich eine Stunde lang mit Vajana herumlaufen muss. Also wäre es rein logisch, wenn ich mich dann um sie kümmern würde. So, gibt's gar die Gerichte. Na, jetzt bin ich gespannt. Was geht jetzt los? Aha. Viel Spaß damit, Julchen. Oh. Ah, nichts. Wieder einmal wird mir verweigert, was mir zusteht. Es hätte funktionieren müssen. Wo ist sie? Was geht hier vor? Ich wusste es, du hast etwas im Schilde. Du hast es immer noch nicht kapiert, oder? Ich hatte einen Hintergedanken, als ich dich hierher eingeladen habe. Es hat keinen Sinn, es jetzt zu leugnen. Es gibt da ein Kleinod, das ich schon lange suche. Du hast es vor langer Zeit von mir versteckt. Eine weitere deiner Lektionen. Das war ich? Das klingt nicht nach mir. Bist du sicher, dass du es nicht einfach verloren hast? Du erinnerst dich immer noch nicht, oder? Du hast es mir gestohlen, um mir eine Lektion zu erteilen. Du sagtest, gute Herrscher sind für alle da, vom Größten bis zum Kleinsten. Sie laden alle an ihren Tisch ein. Du hast gesagt, dass ich mein gestohlenes Kleinod zurückbekommen würde, wenn ich die Bedeutung dieser Worte verstehe. Ich hatte gehofft, dass ein gemeinsames Essen deinen dummen kleinen Bann brechen würde, aber ich habe mich geirrt. Ich werde mit Merlin sprechen. Er hat mir wahrscheinlich geholfen, den Zauber zu sprechen. Vielleicht kann er mir helfen, ihn zu brechen. Dieser alte Schwätzer genießt es, ein Besserwisser zu sein. Ah, so. Irgendetwas hält ihn quasi noch fest. Na, wenn ich das mal vorher gewusst hätte. Mhm. Wo befindet sich denn Merlin gerade? Auch bei Dagobert im Laden. Ja gut. Wollen wir mal reingehen.
Einen schönen Tag noch. Huch, nee, ich wollte keine Jogginghose kaufen. Aber danke, Dagobert. Ich wollte mit Merlin sprechen. Jetzt komm schon, uns erwartet viel Arbeit. Ah, Julchen, welches neue magische Geheimnis hast du heute für mich? Damals, vor dem Vergessen, habe ich Scar etwas weggenommen und es mit einer Art Zauber versteckt. Etwas, das er du nur zurückbekommen kann, Sonne bleiben, wenn er eine Schatz. Lektion lernt. Das schadet nur deinem Teint. Ich möchte ihm helfen, Verzauberungen und alte Rätsel sind deine Stärke. Mein früheres Ich macht das Leben besonders schwer. Ja, manchmal kommen uns Dinge, die wir vor langer Zeit getan haben, wie die Taten von anderen vor. Aber ich weiß noch, was du damals gesagt hast, als du sein kleines Schmuckstück versteckt hast. Gute Herrscher sind für alle da, vom Größten bis zum Kleinsten. Sie laden alle zu ihrem Tisch, an ihren Tisch ein. Ziemlich inspirierend, dachte ich. Aber du warst ja schon immer für dein Alter sehr weise. Sicherlich hast du schon bemerkt, dass Scar nicht immer der angenehmste Nachbar ist. Er will herrschen, aber er versteht nicht die Verantwortung und die Fürsorge, die damit verbunden sind. Du hast versucht, ihm zu helfen. Aber dann hat er versucht, einen der Vögel auf der sonnigen Ebene zu fressen. Als ich sagte, du sollst andere an deinen Tisch einladen, meinte ich diese Vögel als Gäste? Habe ich das nicht wirklich gemeint? Hätte ich mich klarer ausdrücken sollen? Ja, du meintest, dass er für alle aus allen Bereichen des ewigen Kreises da sein sollte. Ich schlage vor, dass du weiterhin mit gutem Beispiel vorangehst. Stell ein paar Futterspender für Nektarvögel auf der Ebene auf. Zeig ihm, wie er für sein Reich sorgen kann. Vielleicht bewirkt es ja, wo sein Fluch versagt hat. Das wäre so süß. Hoffen wir, dass es funktioniert. Ich werde tun, was immer nötig ist. Lass dich nicht von dem zerbrechlichen Äußeren der Nektarvögel täuschen, Julchen. Sie führen ein faszinierendes, aber auch gefährliches Leben. Und jetzt lauf! Okay, ich brauche noch rosa Hauswurz und Weichholz. Na gut, Weichholz, das finden wir ja relativ schnell. Dafür brauchen wir auch nicht mehr allzu viel. So. Rosa Hauswurz finden wir auf der sonnigen Ebene. So, einmal Weichholz noch. Perfekt. Und dieser kleine weiße Fuchs, den ihr da herumlaufen seht, das ist übrigens einer meiner tierischen Begleiter. Wartet mal, das kann ich euch gleich zeigen. Man kann neben seinem normalen Begleiter, den man so hat, kann man auch kleine tierische Begleiter mit sich herumführen. Moment. Das kann man nämlich hier haben. Und was ich nicht bemerkt habe, ist, wir können sogar den kleinen Pua als unseren Begleiter dabei haben. Ja. Ist der nicht süß? Ist das nicht süß? Und ich habe mich schon gewundert, ja, ja, Pua, wunderschön, ja, wo ist er denn? Ja, da ist er. Wir konnten Pua die ganze Zeit schon als Begleiter bei uns herumlaufen haben. Jetzt läuft er hier herum. Und das ist so mega süß eigentlich. Es ist putzig. Gut, der hilft uns jetzt nicht großartig und so weiter, ne? Aber ich meine schon dieses kleine süße Scheinchen hier, das dann herumläuft. Dass die Entwickler dieses Spiels, dass sich da Gedanken gemacht haben, das kleine Schweinchen aus Vajana hierher zu holen, fand ich, also, ja, mega, mega süß. Und deswegen, ja, lasse ich jetzt sogar auch mal tierische Begleiter mit herumlaufen. Muss ja nicht immer nur diese Kaninchen, die hier rumlaufen und die Eichhörnchen und so weiter, die kann man auch als Begleiter mithaben. Aber es ist doch etwas anderes tatsächlich, ob man jetzt ein Kaninchen herum... Mutti hat sich wieder hingelegt, weil er tolles Spielzeug nimmt. Hey, sieh nur, wer hier ist. Hey.